Ja, im Hintergrund hören Sie das Thyssen-Raschka-Sia-Trio hier bei den Wuppertaler Bühnen. Und bei mir steht der Marketing- und Pressesprecher, nicht? Das ist der Herr Tettenborn. Herr Tettenborn. Die heutige Veranstaltung, wie ist sie gelaufen? Ja, super. Wenn Sie die Premiere meinen, oder? Hier, das... Ja, sehr gut. Sind viele Leute jetzt noch gekommen, auch nach der Premiere, aus der Premiere und so. Also voller Erfolg. Ja, das ist schön, nicht? Die Wuppertaler Bühnen hatten heute Premiere mit ihrem Urfaust. Auf jeden Fall lohnenswert, nicht? Gucken Sie vorbei, Wuppertaler Bühnen, immer einen Besuch wert. Herr Tettenborn, Ihre genaue Aufgabe heute hier bei... Was ist Ihr Aufgabenbereich? Jetzt heute Abend? Ja. Ich habe den Abenddienst, das heißt, ich bin der Vertreter der Theaterleitung hier vor Ort. Falls irgendwas passiert oder so, muss immer einer da sein. Ja, genau. Ja, also jetzt heute ist er der Chef hier, ne? Und das freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ne? Mit mir ein paar Worte zu wechseln. Wie die Wuppertaler Bühnen, wie viel Ensemblemitglieder hat die Wuppertaler Bühnen? Wir haben im Schauspiel 13 Solisten und in der Oper auch etwa so viele Festangestellte und dann natürlich noch Gäste. Ja, ja, und was ich ganz toll finde, ist, Sie arbeiten ja bei den einigen Inszenierungen mit der Schauspielklasse der Volkwang Schauspielschule zusammen. Wie ist so die Arbeit mit ganz jungen, frischen Schauspielern aus der Schule? Ja, auf jeden Fall erfrischend. Das heißt, die sind noch nicht so eingefahren und bringen auf der einen Seite den Schauspielern, den Langjährigen, was. Auf der anderen Seite können natürlich auch die langjährigen Kollegen denen was vermitteln. Also ich denke, es ist für beide Seiten sehr interessant. Ja, da fällt mir auch gleich ein Gedicht ein. Der Schauspieler. Er sprach zu der Theaterleitung, nachdem er dreimal ausgespuckt. Mein Name steht in dieser Zeitung, nie eingerahmt, nie fettgedruckt. Dabei spiele ich die längsten Rollen, mal bin ich heldisch, mal geduckt. Ich probe auch, solange sie wollen, doch niemals bin ich fettgedruckt. Ganz ohne Proben, selbstverständlich starb gestern er, hat kaum gezuckt. Heute steht er in der Zeitung, endlich, schön eingerahmt und fettgedruckt. Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns mit den Eindrücken aus dem Wuppertaler Schauspielhaus. Wuppertal, 24 Stunden live. Wir können ja sagen, wir waren dabei, kulturtragend, keiner wie wir. Dankeschön. Ja.